Kannst du nichts machen. Wir sind wieder zu viert am Start, wie bei dieser schönen 100-Meter-Staffel auf der Ayla. Fakten, wo wir jetzt auch wieder unterwegs sind. Mhm. Vor allem ganz wichtig, ja, auf Ayla, die 100-Meter-Staffel. Ja. Die 100. 4x25. Wir haben heute einen Bunner Heaven 18 am Start. Mhm. Ja. Junge, Junge, Junge. Wunderschön. Habe ich Bock auf diesen Aal. Ja. Also 46,3 Volumenprozent der am Start. So wie von der, ich sag mal, Distel, also ja, die, wo dahinter stehen. Üblich, wie bei Diensten, Turbomorelagic. Genau. 46,3, sehr vorzüglich, ja, sehr vorbildlich. Für die Standard Core Range, so ist er echt geil. Deswegen kann man auch auf Kältefiltration verzichten. Wie in diesem Fall auf jeden Fall. Farbe auch übrigens. Gott sei Dank. Hier ist nur die Flasche gefärbt. Lieber so als der Whisky. Ganz viele Fakten. Wobei das auch schon scheiße ist, aber. Ja. Ja, kommt drauf an. Ja, ohne ist schon besser. Ich fühle es übelst gar nicht. Aber ich glaube, der Whisky ist trotzdem ein Brett. Ja. Hoffentlich, sonst knallt es übelst. Ja. Aber hallo. Ja. Also. Ja. Bunna, muss man sagen, was ist besonders an Bunna? Liegt auf der Insel Ayla und gehört zu den wenigen Brennereien, die ihre gesamte Corange eigentlich nicht rauchig abdecken. Sie haben mit der Produktion früher mit rauchigem Whisky begonnen, 35 bis 40 ppm in etwa, und haben dann aber mittlerweile oder schon seit längerer Zeit das Ganze runtergedreht auf, ja, 0,5 bis 2 ppm in der Produktion. Gibt dem ganzen Whisky aber natürlich nochmal so ein kleines Add-on. Fakt. Also fühle ich ziemlich, also fühle ich einfach. Ja. Mittlerweile sind sie aber wieder zu relativ vielen rauchigen Whisky oder bei relativ vielem rauchigen Whisky angelangt, produzieren 30-40% ihre Gesamtproduktion, aber ihre Core Range ist weiterhin Fakten. Nach hoher Gesamtproduktion, 1,5 Millionen Liter werden hier im Jahr, sagen wir mal, durch die Brennblasen geahlt. Aber wesentlich mehr. Genau, Facts. Über 2,7 Millionen. Genau. Facts. Ah, okay, und wie ihr bei unserem letzten Bunna-Video hier oben nochmal schon mitbekommen habt, kann Doug euch jetzt erklären, was Bunna Heaven heißt? Ich erkläre es auf jeden Fall nicht, weil ich habe gelesen, es heißt Mund des Flusses und ich wurde letztes Mal so übelst beerdigt. Aber für mich macht es immer noch Sinn, aber egal, scheiß drauf, Alter, wir machen was anderes. Ich würde sagen, wir losen den an jetzt. Ja, sehr gern. Oder bevor wir das machen, vielleicht der Preis noch kurz. Weil 18-Jähriger, das sehen wir auf jeden Fall dreistellig. Das ist in der Regel meistens so. Aktuell auf jeden. Ja, und hier sind wir auch so bei ungefähr mittlerweile 170, 180 Euro schon angekommen. Schon krass. Alter, geil, das krank, Alter. Ja. Für so einen Standard 18-Jährigen. Jetzt dafür muss er jetzt halt auch richtig abliefern. Ja, musst du richtig abliefern. Ultra spannend. Also mindestens muss er so abliefern wie unser Whisky Pong. Ich würde sagen, wir halten den ersten Zinken rein in den Mund des Glases, Alter. In den Mund des Glases mit der Flüssigkeit des Mund des Flusses. Also, wir atmen den Aal jetzt weg. Wir atmen den Aal jetzt weg, Alter. Alter, ist ja schön. Ja. So schön gleichmäßig. Der schön entspannt, Alter. Ja, genau. Als wäre der Wellengang nicht vorhanden. Als wäre die See gerade ruhig. Richtig. Das erste, was ich tatsächlich habe, ist eine richtig schöne Fruchtigkeit und vor allem Kiwi, Alter. Richtig nice. Gelbe oder grüne? Die normale grüne, weil es gibt keine gelbe Kiwi. Ne, aber so eine extrem frische Süßigkeitennote, so eine Beerennote mit leicht Schokolade, Karamell, Traubenzucker, der schon aufgelöst ist. Ja, also extrem lecker, Alter, ich hab übel Bock. Aber alles in eine relativ dunkle Richtung, finde ich. Ja, genau, also ich habe schon so diesen, wir haben hier auch natürlich Sherry-Fässer wieder und ich habe hier den Einfluss einfach in der Nase auch, aber ein bisschen dezent. Ja. Gut, der Bunna ist ja auch bekannt für eine süße Nussigkeit, um es mal so zu formulieren und funktioniert. Genau, und ich finde, das transportiert der Whisky allein schon sehr, sehr gut. Wir haben hier auch Bourbon und Sherry-Fässer im Einsatz, zum größeren Teil eher Sherry, also üblich wie bei Bunna. Aber wie gesagt, ich habe jetzt übel Bock wie dieser Daniel. Aber sprich zu kommen, bevor wir gleich sitten. Ich finde ihn sehr gleichmäßig, also wirklich sehr gleichmäßig, eintönig. Also ich habe die Noten, die wir genannt haben, aber es ist nicht so, dass da jetzt ultra viel passiert. Also dass sich die Nase
durch nochmal reinrichten oder mit der Zeit verändert. Also ich hoffe jetzt und ich erwarte auch, dass der Mund ein bisschen mehr abliefert. Also ich finde die Nase geil. Ja, intensiv und komplex. Genau. Ja. Ich hoffe, da kommt jetzt noch mehr halt. Ja. Ich fand tatsächlich auch, dass es sich schon ein bisschen noch entwickelt hat, dass der Sherry auch noch ein bisschen mehr rauskam, so nach kurzer Zeit. Also die Rosinennote ein bisschen mehr. Ja. Aber dann hat er schon relativ gleiche Noten anhaltend. Also wird jetzt nicht nochmal irgendwie komplexer oder Schnauze tiefer. Jetzt. Slonche. 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 Übliches Karamellbonbon, Alter. Mhm. Alter, schön. Aber mit ein bisschen Power auch. Ja. Mhm. Also ich habe schon Kaffee, Dampf. Alter. Mhm. Ja, und jetzt? Da hast du im Abgang so, eine Rüscht, so ein Rüscht-Aroma. Im ersten Mundkontakt überträgt er das, was er in der Nase hat. Eine relativ eintönige, karamellige Süße, bisschen Fruchtigkeit, bisschen Nussigkeit, aber nur ganz dezent. Und dann kommt aber die bisschen Power mit. Genau. Und mit der Power verändert es sich dann auf einmal. Dann kommt die Torf ist falsch, also ich habe keine Rauchigkeit. Ich habe so ein bisschen Röstaromen, aber das ist wahrscheinlich das so ein Kaffee meinst. Das kommt so und ich habe eine Bitterkeit. Da liefert er dann schon ein bisschen was. Ich habe vor allem so eine leichte, was ich bei älteren Whiskys halt oft habe, diese Eichenzuckrigkeit. Mhm. Habe ich im Abgang, kommt dann nur mal in so eine Welle kurz, wo ich denke, alter Schwede, wo kommt denn das jetzt her? Also man merkt schon, dass er ein paar Jahre auf dem Buckel hat, auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde vor allem auch den Abgang am überraschendsten, weil er da sich am meisten verändert. Also durch dieses Röstaroma, diese Kaffeenote einfach. Oh, ich finde ihn übel lecker, Alter. Ja. Mhm. Entwickelt sich jetzt auch so leicht zu einem Maritim. Das Ding ist, und jetzt ein bisschen das Problem. Dein Problem ist gelöst. Problem? Das Problem ist nur, wir haben einen 180 Euro Whisky. Und jetzt, ich komme da jetzt direkt drauf zurück. Und ich finde ihn überragend. Mhm. Also er schmeckt, ich würde ihn wahrscheinlich, ich könnte ihn immer trinken. Ja. Einfach weil er auch relativ sanft, der bringt Power mit, aber er ist relativ sanft, schmeckt gut, passt einfach und alles. Ist abgeflacht irgendwie von den Noten her. Liegt vielleicht bei dir auch noch dran, dass es halt einfach ein Bunner ist. Könnte sein, aber dafür 180 Euro. Ja. Also, ich glaube also mir nicht. Das zu viel auf jeden Fall. Fakten. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Dafür bringt er zu wenig. Genau, also ich finde natürlich gut und lecker auf und besser Fall. Als den 12er natürlich. Ich finde ihn sogar richtig gut und richtig lecker. Aber viel besser als den 12er. Trotzdem. Aber wir reden beim 12er mit 30 Euro. Richtig, 150 Euro mehr als der 12er ist halt nicht wert. Nee. Das sind auch 120 Fakten. Euro, 130 Euro, genau. Damit es noch gut gehen muss, aber mehr nicht. Und dann muss ich sagen, der 12er, der hat auch schon den Charakter von Bunner. Der 12er in Fassstärke, der intensiviert das Ganze und kriege ich für 90 bis 100 Euro. Mhm. Und dann kommt der das Ganze einfach nur noch mal ein bisschen sanfter macht, finde ich, ein bisschen leichter. Ja. Aber dann das Doppelte noch mal drauf. Richtig. Also da ist echt schon ein harter Sprung. Ja. Wenn der irgendwo bei 130, 140, 120, so an dem Dreh, weil der schmeckt, also mir schmeckt der überragend. Jeder, der dafür 82 gezahlt hat, ich glaube, der wird daheim sitzen und es nicht bereuen. Nein. Weil er einfach geil schmeckt. Aber wenn es vorher wenn man probiert hat, oder wenn man blind probiert und ihn geil findet und möchte sich dann die Flasche kaufen und sieht, da kostet 180, dann überlegt man vielleicht doch nochmal. Ja, vielleicht gibt es noch mal günstiger. Oder wenn man halt schon andere 18-Jährige kennt und die Preise dazu kennt, gibt es schon noch einige andere 18-Jährige, die deutlich interessanter sind vom Preis her, halt eben vom Preis-Leistungsverhältnis. Genau. Ja. Aber grundsätzlich ein fetter Malt. Wex. Deswegen machen wir einen fetten Abgang, Alter. Wie immer. Wieder tschüss. Reingehen. Ciao. Ciao, Stendal.